Premierenwochenende am Moskau Raceway. Das erste DTM-Rennen auf russischem Boden. Auch eine neue Herausforderung für Adrien Tombay und Jamie Green. Bevor es auf die Rennstrecke geht, sollen die beiden aber erst einmal ein Stück russische Kultur kennenlernen. Koordination und Geschwindigkeit sind an diesem Wochenende nicht nur auf dem Moskau Raceway gefragt. Matruschka. Ja, something like. Schnell. Schnell. Schnell machen. Konkret geht's um diese Damen hier. 10 russische Holzpuppen, alle lassen sich ineinander schachteln. Und das auf Zeit. Adrien Tombay beginnt. Wirkt zu Beginn etwas unkoordiniert, steigert diesen Zustand sogar noch, bekommt am Ende aber irgendwie alle Puppen wieder ineinander. 52,8 Sekunden. Nicht schlecht für den Anfang, aber sicherlich zu schlagen. Audi-Kollege Jamie Green macht sich bereit und der Brite überrascht. Mit einer, sagen wir, sehr deutschen Herangehensweise. 9 Jahre DTM haben wohl ihre Spuren hinterlassen. Jamies Strategie zahlt sich jedenfalls aus. 36,4 Sekunden. Runde 1 geht klar an ihn. Zu Beginn war ich etwas unsicher über die richtige Technik, weil es wirklich knifflig ist, die Teile in der richtigen Reihenfolge zusammenzusetzen. Wenn du einen Teil an der falschen Stelle einsetzt, dann weißt du nicht mehr, wie es weitergeht. Sehr interessant und ein großer Spaß. Wenn du dir selbst Stress machst, dann verlierst du wertvolle Zeit und es wird sehr schwierig, die Ruhe zu behalten und trotzdem schneller zu sein. Das ist irgendwie wirklich witzig. Boxengasse frei für Runde 2. Dieses Mal ist vor allem Orientierungssinn gefragt. Jamie Green beginnt und verbessert seine persönliche Bestzeit auf 32,6 Sekunden. Hat er damit die Challenge bereits für sich entschieden? Adrien Tombay startet seine Aufholjagd und mit höchster Konzentration gelingt es ihm tatsächlich, Jamies Zeit deutlich zu unterbieten und diese Runde für sich zu entscheiden. 1:1, vorläufiger Endstand der DTM-Challenge zwischen Jamie Green und Adrien Tombay. Wer die Matruschka am Ende als Pokal mit nach Hause nehmen darf, das wollen sie dann am Sonntag beim Rennen entscheiden.